Die Indizes am Nachmittag, wie sehen sie aus? Was kann man daraus ableiten? Wie sieht da die Lage aus? Auf das große Bild will ich bewusst nicht so sehr eingehen. Dazu habe ich das wochenendliche Video gerade in Vorbereitung, was ihr in Kürze ebenfalls sehen könnt. Wir wollen uns also jetzt wirklich fokussieren auf das, was wir so aktuell im kleinen Chartfenster sehen, zum Beispiel im 5-Minuten-Chart. Und dann sehen wir immerhin, das ist der Dow Jones jetzt hier als Future, dann sehen wir, dass wir relativ stark nach oben gelaufen sind. Wir sehen, dass wir von dem Hochpunkt hier aktuell ja so richtig den Drive nach oben eben nicht mehr haben. Das sieht schon ziemlich danach aus, als ob es eigentlich jetzt eine Korrektur fällig wäre. Die ist ja ganz gerne so in den klassischen Bereich 50, 61, 8, vielleicht auch noch 38, 20. Malen wir mal die Box auf. Und dann sieht das klassischerweise so aus, dass der Rücksetzer da reinfällt. Wir sind noch leicht oberhalb. Jetzt kann man sagen, naja, wir sind doch schon dran. Ja, aber das Symmetrieauge sagt, naja, idealerweise vielleicht noch mal tiefer. Das ist kein Must-Have, aber das ist etwas, was ich total klasse fände, denn das würde eigentlich unterschreiben, dass dieser Anstieg, den wir hier ja doch relativ zügig haben, dann so langsam zu Ende geht. Jetzt habe ich hier ein bisschen gemauschelt. Der Profi unter euch wird jetzt sagen, naja, Rüdiger, das ist doch der Anstieg von da nach da. Völlig zu Recht. Die Überlegung ist nämlich, ob der Anstieg nicht eigentlich eher so aufzufassen ist, also nur bis hier und wie hier in irgendeiner Form in der Seitwärtsbewegung ist. Aber auch dann habe ich eigentlich den gerne nochmal hier unten drunter. Das heißt, so die Zone ganz grob, 31.800, vielleicht auch so mal ein bisschen tiefer, 700, 650, irgendwie sowas, fände ich eigentlich noch ganz passend. Zumal das, was wir jetzt hier so an Aufwärtsbewegung zum Ende hin sehen, ja, so richtig die Begeisterung noch nicht spüren lässt. Also wenn ich dieses Ding hier angucke und auch das hier, naja, ich will nicht sagen, dass es nicht möglich ist, dass der Kurs hier direkt nach oben geht. Aber wenn es richtig schön mal aussehen soll, dann sieht das typischerweise anders aus. Also latent, noch ein bisschen Rücksetzer, merkt euch so die Zwischentiefs. 13. Mai morgens, 13. Mai abends, so diese Zwischentiefs hier beim Dow Jones, ungefähr die 31.800, dann hätten wir, ich sag mal, aufgeräumte Verhältnisse und eine ganz gute Situation, um anschließend dann wieder nach oben zu gehen. Wie sieht es beim S&P aus? Auch hier will ich jetzt auf das größere Bild nicht eingehen, obwohl es sehr spannend ist, aber wie gesagt, das habe ich im anderen Video schon verwurstelt und ich will ja nicht doppelt erzählen, sonst wird das Video zu lang. Ihr seht schon, im Groben ist es das Gleiche. Also auch hier ist so die Erwartungshaltung, dass wir dann nochmal runterkommen. Aber ihr seht schon, so richtig glücklich ist das auch nicht. Das war hier so ein etwas höherer, vielleicht ein möglicher Short-Trigger. Der hat auch getriggert. Wer nicht nachgezogen hat und den Stop hier oben, der ist noch glücklich, weil er noch drin ist. Wer ein bisschen nachgezogen hat, naja, der ist dann schon wieder rausgeflogen, weil der Markt eben so richtig schön das, was wir hier vorne haben, das da hinten nicht macht. Also, aber trotz alledem, da sage ich jetzt mal, so wie ich es jetzt so ganz grob einzeichne, das wäre so ein richtig typisches, natürliches Bild und würde eigentlich untermauern, dass der Anstieg jetzt gerade mal eine Korrektur kriegt und anschließend ja weiter nach oben geht. Daran könnt ihr schon ablesen, naja, so ganz negativ bin ich gar nicht drauf. Ich bin latent positiv, aber jetzt so im Kurzen, ich fände es halt irgendwie schöner, wenn er da irgendwie das nochmal hinmacht. Zur Orientierung, das wäre 3980, 70, 75, 70, 60, 50, noch viel tiefer, auch noch möglich, aber dann wird es wieder weniger typisch, 40 und so weiter. Also ich sag mal, vielleicht eher so tatsächlich das, was ich hier so farblich markiert habe, das fände ich eigentlich schön, dann hätte das immer noch den Hauptanteil der Aufwärtsdynamik, dann hätten wir diese Abwärtsbewegung und das nach oben. Übrigens, ja, wie handhabt man das dann? Für die, die aktiv sind, die im 5-Minuten-Chart drauf gucken, ihr könnt natürlich hier unter der Lupe gucken, ob ihr dann eben entsprechende ähnliche Pattern wie hier jetzt bekommt. Oder wer sagt, naja, so kurzfristig kann oder will ich nicht gucken, der hat dann hier ja einen neuen Entry, also Entschuldigung, einen neuen Entry-Trigger. So muss ich sagen. Das heißt, wenn er hier in diese Kiste so ungefähr reingeht, das ist ja nur ein Angebot, es ist jetzt nicht, dass es exakt dieses Ding sein muss, aber das wäre eben sehr typisch, dann hätten wir hier das Zwischenhoch, was war es, 16. Mai nachmittags, 4026, 25, irgendwie sowas in der Richtung, wären dann sinnvolle und gute Einstiege. Also aktuell muss ich sagen, gefällt mir die Bewegung noch nicht für Käufe. Ich mache nochmal alles weg. Wenn ich mir das angucke, so sieht ein toller Kaufmarkt nicht aus. Da halte ich mich eher noch zurück und freue mich, wenn er nochmal tiefer geht. Hier habe ich sogar noch so ein bisschen Skizze mit drin. Das ist noch ein bisschen was, was ihr in dem übergeordneten Video sehen werdet. Bleiben wir aber mal hier im 5-Minuten-Chart.
dann seht ihr auch hier diesen recht starken Anstieg, auch hier die realistische Chance, eben dieses A, B, C nochmal zu bekommen. So wäre es eigentlich typischerweise hier zu sehen. Also das wäre der Gedanke dazu. Und wenn wir hier dieses hier erreichen, merkt euch mal so diese 100%-Marke. Natürlich kann man auch hier mit Retracements nochmal arbeiten. Machen wir das auch mal eben. Tiefster Punkt, höchster Punkt. Habe ich jetzt den höchsten erwischt? Das habe ich nicht aufgepasst. Nee, habe ich nämlich nicht. Ich wollte doch gerade sagen, das stimmt doch gar nicht. So, machen wir das mal weg, dann kann man das besser sehen. Also nochmal. Fibonacci, tiefster Punkt, höchster Punkt, da, wo sind wir? Da, jetzt haben wir ihn. Dann sehen wir, 38 haben wir gesehen. Klassisch ist ja immer so diese Kiste, von der ich immer rede. Aber jetzt haben wir schon das mit der Symmetrie, diesen vorderen Teil. Naja, jetzt würde ich schon sagen, dass er dann auch idealerweise nicht nur in diese grobe Kiste, sondern ungefähr hier hingeht. Das fände ich jetzt sehr, sehr typisch und natürlich. Das ist jetzt kein Beweis, dass es genau so ist. Viele wünschen sich ja immer, das ist mir immer so unkonkret, du musst mir jetzt konkret sagen, wo er hinfällt. Leute, Wahrsager bin ich nicht. Ich habe davon keine Ahnung. Ich weiß nicht, was passiert. Das wäre aber statistisch so, dass ich es spannend genug finde, in diesem Bereich da drauf zu gucken. Ich finde das manchmal sehr, naja, fast schon niedlich, klingt ein bisschen eigenartig, aber dass dann viele sich wünschen, das ist alles unkonkret, der sagt ja eh nicht, ob es hoch oder runter geht. Woher soll ich das denn wissen? Also wer mit der Markthaltung da rangeht und sagt, ja, ich lese jetzt hier, der muss es doch wissen, der ist Wahrsager, bin ich nicht. Sag ich, kann ich von vornherein ausschließen, Wahrsager, habe ich nichts mit zu tun, kann ich auch nicht. Also ich habe noch nie Lottozahlen vorhersagen können und mit dem Marktkurs kann ich den auch nicht vorhersagen. Also wenn es darum geht, hoch oder runter, liege ich natürlich häufig richtig. Das liegt aber daran, weil es ja nicht so viele verschiedene Richtungen geht. Das ist aber nicht die Aufgabe und auch nicht die Fähigkeit eines Händlers, nicht das Berufsbild, irgendwas vorherzusagen, sondern es ist, an den entscheidenden Stellen zu gucken, ob der Markt Interesse zeigt oder ob er es nicht zeigt. Und hier seht ihr jetzt ungefähr die Spanne. Das ist ungefähr 12.200, da waren wir schon ein bisschen tiefer. Idealerweise so 12.150, ein bisschen knapp drunter hier. Und vielleicht auch noch so in dem Bereich 12.115, so in der Richtung. Da fände ich das eigentlich cool. Und was will ich da haben? Da will ich Begeisterung sehen. Das heißt nicht an der Stelle, ich würde niemals sagen, an der Stelle müsst ihr jetzt kaufen, ich sage euch, der Kurs wird da drehen. Das kommt häufig vor, aber eben auch häufig nicht. Ja, ich kann euch hier ein Beispiel zeigen. Hier, guck, habe ich euch immer gesagt, der Kurs wird hier erstmal drehen. Ja, das ist aber TINF, das ist doch nicht die Aussage eines Händlers. An der Stelle ist die Chance groß. Das heißt, hier muss ich jetzt gucken, ob der Kurs in diesem Bereich irgendwo stark aufwärts und schwach abwärts ist. Dann weiß ich, okay, der Kurs hat allen Grund zu drehen. Er hat die typischen Niveaus. Viele sagen, oh, guck mal hier, die Vorniveaus, das passt auch noch. Vielleicht, oh, hier siehst du, das passt sogar auch noch. Da haben wir doch eine gute Motivation für viele Marktteilnehmer, ernsthaft drüber nachzudenken, die Richtung zu wechseln. Woher soll ich denn wissen, ob sie es dann auch tatsächlich machen? Ich kenne die doch da alle da gar nicht, die da draußen sitzen. Aber typisch ist es, dass hier viele drauf gucken. Und wenn dann die Bewegung stark nach oben ist, dann ist die Chance relativ gut. Wenn der Kurs durchfällt, mache ich mir eh keine Gedanken. Und wenn der Kurs hier nur wackelig Pause macht, ja, dann gehe ich auch nicht massiv long. Warum denn? Weil der Kurs zu faul ist, um hochzukommen, da gehe ich doch nicht dann auf die Long-Seite. Also ihr seht, hier, das ist so die Zone, wo man gucken kann. Und der wichtige Hinweis, bekommt ihr sowas, Long-Einstiege suchen auf dem Zwischenhoch. Und wenn euch das zu hibbelig ist im 5-Minuten-Chart, dann guckt euch das gleiche Bild eine Nummer größer an. Dann habt ihr hier die nächste Long-Marke, wenn der Kurs da drüber geht. Das hat nichts mit Wahrsagerei zu tun, sondern das ist einfach nur, dann habe ich Chance-Risiko-Verhältnisse, Bedingungen, die selbst im blöden Fall in der Summe positiv sind für mich. Ja, also nicht mit der Voraussage, haha, das klappt jetzt ganz sicher, sondern mit der Voraussage, wenn es klappt, stehe ich halt deutlich besser da, weil ich viel mehr gewinne, als ich riskieren muss für das Ding. So, also vielleicht das so als Nebensatz. Im Moment, wie gesagt, die Abwärtsseite, ob er hier dreht, weiß ich nicht, aber hier lohnt sich mit Sicherheit genauer hinzugucken, ob er irgendwie Stärke zeigt. Nochmal ganz kurz, starke Bilder sehen so aus, Trigger hier, Trigger da, schwache Bilder sehen so aus. Beide sind nach oben, also der ist nach oben und auch
der ist nach oben, beziehungsweise der ist ja auch höher, also insofern, aber ihr seht den Unterschied, das ist eben nur schwach mit Kursüberschneidung nach oben und das ist eben stark mit Kursüberschneidung nach unten unterwegs. Ich denke mal, so schwer ist es dann doch nicht, das zu erkennen und dann eben zu sagen, naja gut, dann manchmal liege ich halt falsch, dann haben wir einen Verlust, klein, oder ich liege halt richtig, dann habe ich einen größeren Gewinn, auch okay. Abschließend vielleicht den DAX, der ist ein bisschen uneinsichtig, hätte ich es fast gesagt, ich weiß es nicht, aber diese Aufwärtsbewegung, die wir hier so im Kurzen haben, man sieht es hier fast besser im 4-Stunden-Chart, so richtig schön ist sie noch nicht, aber sie bietet zumindest ebenfalls die Chance für die Long-Seite, denn zumindest mal die jüngste Abwärtsbewegung, die wir hier jetzt so haben, in den letzten Stunden, 16. Mai nachts, also heute Nacht, das war eine Abwärtsbewegung mit starken Gegenbewegungen überschneidend. Ich würde also auch hier sagen, die Tendenz ist eher suchend für die Long-Seite, ob es dann nochmal vorher runtergeht und dann erst hoch. Das ist ja dann erstmal egal. Dann denn Einstiege wären ja auf zwei Art und Weisen, nämlich entweder er macht jetzt hier so wackelig runter, dann haben wir hier den Trigger für die Long oder er geht nochmal tiefer. Dann kriegen wir hier die nächste Chance für den Long. Also die Logik ist natürlich die gleiche, die dahinter steckt. So, ich habe lange gesprochen. Euch jetzt viel Spaß am Markt. Schaut es euch mal an, ob ihr damit klarkommt. Ich drücke euch die Daumen. Sage ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal.